Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Wir spielen wieder The Legend of Zelda Ocarina of Time. Und heute gehen wir zum Dekobaum. Und erstmal bekommen wir den Deko-Stab. Der ist OP. Großer Dekobaum, ich bin zurück. Oh, Navi. Und natürlich Nimp. Willkommen. Also, ich bin der Dekobaum und mir geht's schlecht. So, wir müssen den Dekobaum retten. Geht schlecht. Und ja. Und jetzt sind wir im Dekobaum. Und wir bekommen die Deko-Nüsse. Und den Deko-Stab. Man kann, sag ich mal, entscheiden, was man haben will. Weil, wenn man die tötet, wenn sie nicht gestreckt sind, bekommt man Deko-Nüsse. Wenn sie gestreckt sind, bekommt man Deko-Stäbe. Was ist Navi? Der Dekobaum hat gesagt, wir sollen ihr zuhören, indem wir das Steuerkreuz und den C-Stick nach oben drücken, aber... Die Dungeon-Karte. Schau an die Wand, das sind gefährliche Spinnen. Da kannst du auf keinen Fall hochklettern, Link. Hab ich auch nicht vor. Du kannst die Tür öffnen. Also, ja. Ich weiß, wie man die Tür öffnet. Danke. Hilfe. Oh, vergib mir, Meister. Es tut mir so leid. Ja. So, hier gehe ich jetzt nicht auf die Plattform, auch wenn man das eigentlich tun sollte. Aber ich habe eine bessere Idee. Nämlich, wenn man hier hochklettert, die Truhe öffnet, das Dungeon-Item bekommt. Na, 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 na. Die Feenschleuder! Wuhu! Ja, mach sie auf irgendeine Taste. Sein Herz bekommen. So, eigentlich sollte man die Leiter runterschießen, aber weil wir die Plattform noch haben, können wir auch so rüber.
Jetzt. Nein. Nein, das wollte ich nicht. So. Jetzt haben wir die alle. Okay. Hier ist so ein Schalter. Dann müssen wir hier öffnen. Und da ist der Kompass. Das Deko-Nüsse, Deko-Samen. Ja. Also die sind halt für die Schleuder. So, um wieder rauszukommen, brauchen wir den Deko-Stab und die Fackel. Aber wir wollen noch nicht raus. Wir wollen erst die goldene Skulltula. Du hast eine goldene Skulltula zerstört. Du bist einfach krass. Und dein Herz. Die Dekostäbe sind doppelt so stark wie unser Schwert. Das ist krass. Jetzt müssen wir hier runterspringen. Ja. Die goldene Skulptur ist ein bisschen schwerer zu bekommen. Aber... eigentlich ist es möglich. Ich weiß nicht mehr wie. Erstmal machen wir das hier. Achso, nee, das ist viel einfacher. Ich glaube einfach nur springen. Ja. Ich habe gedacht, ich muss Dingssprung, ja, so einen machen. Da muss ich nicht. Und ja, erstmal besiegen wir die Pflanze. So, wenn ich jetzt warte und jetzt erst töte, dann ich Deko-Nüsse. Ach, wartet mal. Da gibt's noch eine goldene Skulptur. Es gibt 100 Stück. Die müssen wir alles sammeln.
jetzt am Anfang sind die noch relativ einfach, aber die werden auch noch schwer. So, jetzt müssen wir... Nein, ich wollte nur, dass ich den Stock behalte, aber es hat nicht so gut funktioniert. Ich hab gedacht, ich habe schon angezündet, aber so. Nee. Lassen wir halt erstmal die Sequenz laufen. Ich wollte halt das anzünden und vor der Sequenz noch meinen Stock wegmachen, weil der Stock kann abbrennen und das auch während der Sequenz. Das wollte ich nicht. Please forgive me. Also wir müssen später solche 3D-Deko Typis in der richtigen Reihenfolge zerstören. Also so wie die gerade eben, also die Deko muss zurückschleudern. Ich glaube, das war rechts vor links, aber die goldene Mitte geht vor oder so. Da kann man auch eigentlich tricksen. Machen wir es einfach so, aber ich glaube, man kann da auch einen Rückwärtssalto drüber machen. Kann mich aber auch nicht mehr dran erinnern. Also dieser Block, den kannst du greifen und ihn verschieben. Dann kannst du auf ihn draufklettern. Dann bist du cool. Nein, ich wollte nicht. So. Gefährlich. Und wir am besten direkt mit der Schleuder. Alle abschießen, wenn wir treffen. Hallo. Hey, ich treffe doch. Dann sollen sie halt runterkommen. Kommt. Sind gefährlich.
Eins noch. So. Ich muss aufpassen. Nach dem Dungeon muss ich mir was Bestimmtes direkt holen. Das da geht erst mit Bomben kaputt. Ich muss mir nach dem Dungeon direkt was Krasses holen, weil man kann bestimmte Gegenstände nur zu einem bestimmten Zeitpunkt holen. Wenn man die nicht geholt hat, kann man die im ganzen Spiel nicht mehr bekommen. Also keine Gegenstände, aber Upgrades für unsere Taschen. So. Nein, ich will nicht da. Ja, also den Block müssen wir noch runterschieben. Das ist dann so ein Checkpoint, sag ich mal. Wenn wir das nicht machen würden, müssen wir alles nochmal neu machen. Ja, und das war's mit diesem Video. Ich würde mich über ein Abo und ein Like freuen und ciao.